Skirt. Ich will ein... Nein, das nicht. Ich will ein... Na? Lava-Video machen, indem ich mich schminke. Wie heißt denn das? Ich habe den Faden verloren. Ich gebe mal meinen Haarband drauf. War schon ziemlich abgefuckt ausschaut. Und ich hasse noch immer meine Haare. Ich habe sie mir ja schneiden lassen in meinem Urlaub. In meinem Vlog-Video habt ihr das, wenn ihr das schon gesehen habt, habt ihr das schon mitbekommen. Ich weiß nicht. Irgendwie hat die das so abgeschnitten, dass... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Frauenproblem, ich habe keine Ahnung. Aber die hat mir das Helle, finde ich, alles weggeschnitten, was ich unten gehabt habe. Weil das ist ja alles eigentlich schon meine Haarfarbe. Also, ja. Jo, mein Gott, was will man machen? Die Länge ist okay. Aber das einzige Problem, was ich habe, ist, wie sie es abgeschnitten hat. Ich finde, die sind jetzt so... Ich glaube, ich kann das nicht mal erklären. Ich finde meine Spitzen schon einfach scheiße aus. Mein Hund fladert gerade meine Socke. In dem ist er gut. Er ist ein richtig guter Sockendieb. Jo. Vielleicht stört es mich auch, weil sie keinen Stufenschnitt gemacht hat. Sie jetzt einfach nur gerade abgeschnitten. Ich habe keine Stufen, nichts drinnen. Also vielleicht stört mich das. Und ich wollte ja eigentlich so einen seitlichen Pony wieder haben. Na, Sockendieb. Aber was soll's. Ja. Vielleicht probiere ich... von meinem Bruder, ein Freund, seine Mutter, sehr kompliziert, ist auch Friseurin gewesen früher, musste aber den Job an den Nagel hängen, was ich so weiß, und sie hat mir früher immer die Haare geschnitten. Ich weiß nicht, warum ich nicht mehr zu ihr hingehe, weil sie, ja, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann. Jetzt muss ich mal das Ding drauf. Irgendwie hasse ich sie trotzdem, so. Aber sie fühlen sich wenigstens gesünder an. Ja, aber auch schon rund trotzdem kacke. Also, was gibt's denn alles neu? In der Arbeit tut sich sehr viel, das habe ich noch gar nicht erzählt. Eigentlich wollte ich es auch in der Probezeit noch gar nicht erzählen, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, Bammel gehabt habe, dass ich es nicht schaffe oder ich weiß nicht. Besonders die damalige Abteilungsleitung, also so fängt es mal an, meine Abteilungsleitung, die wir hatten, die ist weggegangen. Musste jetzt auch radikal einfach in eine andere Filiale. Darüber war ich nicht sehr begeistert. Wirklich nicht sehr begeistert, weil ich halt immer noch nicht das Gefühl habe, dass ich so gut wie alles weiß. Aber sie hat eh gesagt, ich kann sie anrufen, wenn was ist. Warum kommt da nichts mehr raus? Da ist keine Socke mehr, Sparky. Er will nur Socken klauen. Ja, also sie kriegt eine Filiale als Filialleitung. Und ich bin dann halt... in der Filiale, wo ich jetzt bin, die Abteilungsleitung. Aber jetzt mal 3 Monate auf Probe. Ja. Und deswegen wollte ich am Anfang eigentlich gar nichts sagen. Ein paar, also meine Eltern wissen es und lauter... Die Namen wissen es natürlich und noch andere Leute. Halt die engsten Freunde und das Ganze wissen schon. Aber ich wollte es irgendwie nicht so auf YouTube sagen, keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht, fragt mich nicht. Es war mir auch am Anfang irgendwie voll unangenehm. Das, ich weiß nicht, ich kann es, natürlich freue ich mich, es klingt vielleicht so jetzt, als würde ich mich nicht freuen, ich freue mich extrem, aber das Problem ist halt, ich kann nicht mal sagen, was das Problem ist, wenn ich ehrlich sein soll, ich kann es wirklich nicht sagen. Jo, aber ich bin jetzt 3 Monate halt Probe als Abteilungsleitung, so habe ich das halt verstanden. Und ich hatte halt ein bisschen Schiss. Habe ich noch immer, aber das macht den urgeilen Klo. Ich meine, in der Kamera kommt es nicht so geil rüber wie in echt, aber die ist doch nicht so scheiße, wie ich dachte. Das ist von Lancaster, dieser Shield und... Ja, man sieht es. Meine Nägel schon katastrophal. Also ich wollte sie mir eigentlich ablackieren, aber ich habe vergessen. Jetzt bringt mir das Buggy ein Spielzeug. Ja, ich wollte, wie gesagt, eigentlich nicht unbedingt an die große Glocke hängen, was mir noch irgendwie unangenehm ist. Besonders, wo meine Abteilungsleitung noch da war, weil ich gesehen habe, halt, was das alles für eine Arbeit ist und das Ganze, war mir das schon extrem unangenehm, dass ich das dann so laut ausspreche, dass ich dann der Ersatz bin, sagen wir so. Aber jetzt nach meinem Urlaub die erste Woche, ich bin ja jetzt schon wieder eine Woche fast, nein, nicht ganz, also diese Woche bin ich wieder arbeiten und ja, ich muss sagen, mir macht Spaß. Mir macht Spaß. Ja. Es ist halt was ganz anderes, wenn man... Was heißt da was ganz anderes? Ich habe irgendwie jetzt ein anderes Gefühl einfach.
Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht erklären. Ich kann es euch wirklich nicht erklären, aber ich habe irgendwie ein ganz anderes Gefühl als vorher. Fragt mich nicht, warum. Jo, also arbeitsmäßig tut sich extrem viel. Extrem viel. Privat dabei nicht so viel leider. Das mit meinem Opa, sein Haus ist leider noch immer nicht erledigt. Leider. Was noch? Mit Jan und mit mir schaut es auch nicht gut aus. Viele, glaube ich, haben das sowieso auf Instagram mitbekommen. Und eigentlich wollte ich das auch in keinem Video erwähnen, aber man sieht es ja auch auf Instagram. Zuerst wollte ich eine Pause. Dann will ich jetzt eigentlich, dass wir, also für mich, wir haben eigentlich Schluss gemacht, finde ich jetzt. Also, ja, nur so auf dem Laufenden, dass ich euch auf den laufenden Stand bringe. Aber es ist halt, die liebe Shay weiß halt auch nicht, was sie will. Tut mir leid, kann ich auch nichts dagegen machen. Ja, aber für mich ist es jetzt aus dabei. Weil ich habe halt so viele andere Sachen, um die ich mich sorgen muss. Und ich muss sagen, ich habe wirklich keinen Kopf gehabt, jetzt irgendwie mich um eine Beziehung zu kümmern. Wirklich nicht. Ich weiß, sorry, im Hintergrund läuft Criminal Minds. ja. Ich kann selber nichts dafür. Keiner kann was dafür. Nach 5 Jahren, glaube ich, ist das klar, dass da irgendwas dann, wenn man für, wie soll ich das erklären? Eigentlich muss ich mich ja nicht rechtfertigen, aber wenn man, wie soll ich das sagen? Wenn man auf jeden Fall von beiden Seiten her nicht mehr sich Mühe gibt, dann bringt das, finde ich, nicht mehr wirklich viel. Ich musste jetzt mal kurz überlegen, was ich alles noch erzähle. Ich habe extra keine Ahnung. Ich wollte unbedingt so ein Video machen, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich reden soll. Jo. Aber es ist halt, ja, bei mir geht es selber in letzter Zeit viel durch den Kopf. Ich glaube, wenn man mir auf Instagram folgt, sieht man das. Leider. Ich bin kein Mensch, der das gut verstecken kann. Warum sollte ich auch? Ich habe das früher oft genug gemacht. Und warum sollte ich jetzt was verstecken? Habe ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Hoppla. Es ist halt ein bisschen schwer. Ich krieg da voll die Munddecke schon wieder. Es ist halt ein bisschen, jo. Ich habe halt manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Wirklich nicht das Gefühl, dass ich weiß, was ich mit mir anfangen soll. Deswegen habe ich auch wieder ein bisschen angefangen zu tanzen. Habt ihr sich auf Instagram eh gesehen? Nur irgendwie, ja, irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Also mein Körper will nicht so, wie mein Kopf will. Also, es klappt wirklich nicht so gut in letzter Zeit mit dem Tanzen. Ich fühle mich selber nicht wohl damit. Klingt das irgendwie komisch? Wenn ich mich so, in meiner Wohnung ist jetzt nicht so viel Platz, dass ich das jetzt beurteilen kann, aber wenn ich kurz ein paar Bewegungen beim Spiegel mache, könnte ich am liebsten kotzen, weil ich das so eklig finde, wie das ausschaut. Und wenn ich dann früher denke, wie ich jünger war, so 15, 16, glaube ich, war das. Ach, langes her. Da war das viel besser. Es hat besser ausgeschaut, sagen wir so. Es hat bei Weitem besser ausgeschaut als jetzt. Aber das ist halt, wenn man jahrelang nichts macht. Ich habe aufgehört zum Tanzen. Ich habe das ja früher immer gemacht. Wir haben, meine Cousine, ich und eine Freundin, eine damalige, haben das immer am Wochenenden gemacht. Weil ich habe nicht gearbeitet mit 8, also mit 7, 15 oder so, war ich, glaube ich, aus der Schule draußen, habe auch keine Lehre oder so angefangen. Und deswegen, oh, jetzt hat man auch kurz zusammenpickt. Und deswegen haben wir sich halt immer getroffen am Wochenende bei mir zum Tanzen. Ja. Ich werde die Alien-Palette benutzen, nur so kurz nebenbei. Weil viele haben den einen Look gefragt, diesen grünen, den ich da geschminkt habe. Und ich hoffe, dass es meine Pinsel jetzt nicht verfälschen, weil die sind relativ schmutzig und ich habe keine sauberen mehr. Aber ich will trotzdem das Video machen. Deswegen schummeln wir halt ein bisschen und machen sie halt nur so sauber. Who cares? Ja. Wo war ich jetzt? Ja, meine damalige Freundin, die was da dabei war, die war bei, die hatte eine Arbeit, die hatte so eine Schneiderlehrstelle oder irgend sowas, glaube ich. Schneiderin hat sie auf jeden Fall gelernt, das weiß ich. Ja. Jo. Und wir haben, wie gesagt, wir haben am Wochenende halt sich meistens immer getroffen, bis sie dann die erste war, die dann
nach ein, zwei Jahren dann oder so dann nicht mehr auftaucht ist. Wegen damals einen Kerl, aber wurscht. Dann haben halt meine Cousine und ich meistens immer alleine oder also gemeinsam oder eben mit meiner Schwester das gemacht, also getanzt so. Damit ich es rauskriege. Ja. Und eben wie ich dann in die Küche gekommen bin, also im Strandcafé damals. Kurz bevor ich weiter erzähle, ich werde jetzt mal die Farbe hier nehmen, weil die hatte ich auch oben. Kurz bevor ich eben in die Küche gekommen bin, ist dann immer weniger geworden, dass ich mit meiner Cousine und mit meiner Schwester tanze. Dann hat halt meine Schwester und meine Cousine weitergemacht und ich halt nicht, weil ich hatte keine Zeit. Weil ich war ja immer von 10 Uhr in der Früh bis 10 Uhr am Abend arbeiten bei der Küche damals und deswegen ging das nicht. Jo, was noch? Und ich habe dann auch später gar nicht mehr weitergemacht, also was das betroffen hat, überhaupt nichts mehr. So, ich habe diesen grün-gelben Lidschatten da auch dran. Ich habe nämlich gerade das Foto, was ich da gemacht habe, nochmal, also ich habe die Palette damals fotografiert und die Farben abkakelt, die ich verwendet habe und jetzt gucke ich mir das an. Ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich es gehabt habe. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das wieder so hinkriege. Jetzt gehe ich in die obere Farbe hier rein. Das klappt irgendwie überhaupt nicht mehr gut. In die da. Danach mische ich es mit dem Gold. Na warte, das Gold hatte ich unten. Gott, wenn man keine Alzheimer hat. Also ich mische die beiden jetzt. Also das und das miteinander. Dann gehe ich mit dem in die Lidfalte. Weil so hatte ich das nämlich. Den goldenen Grün-Gold da, was das ist, gebe ich am unteren Wimpernkranz. Oder? Nein, das stimmt nicht. Den hatte ich am Wimpernkranz. Was habe ich da mit dem gemacht? Verdammt. Ah, den habe ich gar nicht verwendet. Naja, umsonst aufgeregt. Also die beiden mische ich jetzt mal. So leicht, wie es geht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschminkt habe. Sehr intelligent, oder? Mit der Türkise-Farbe. Und jetzt habe ich keinen Blender dafür. Sehr schön. Schöne Scheiße. Ich nehme halt mal den da zum in die Lidfalte tun. Ich kann heute überhaupt nicht reden. Jetzt kommt der dran. Also ich habe die Namen gar nicht gesagt. Ich habe oben, ich kann es nicht mal aussprechen. Ich habe jetzt oben Alien und den da. Und ich gebe jetzt Flying, wie nennt man das? Englisch Ding voll on top, wirklich wahr. Egal, ich nehme den jetzt und gebe ihn in die Lidfalte. Ich habe das Gefühl, ich brauche ewig mit dem Pinsel. Kommt davon, wenn man seine Pinsel nicht regelmäßig reinigt. Im Urlaub hatte ich auch nur die Alien-Palette drauf. Also wenn ich geschminkt war, was eh selten war, hatte ich die Alien-Palette oben. Und ich habe wirklich selten geschminkt. Die ersten 3 Tage gar nicht, weil da habe ich mich um meine Wohnung ein bisschen kümmert, was man nicht so wirklich ganz sieht. Aber draußen ist es schon viel besser geworden. Im Vorzimmer und im Badezimmer. Badezimmer könnte noch ein bisschen besser werden. Aber ich habe halt schon so viel Scheiß zusammengesammelt. Ich habe nämlich ausgemistet, weil ich hatte im Vorzimmer, habe ich ja so einen Kasten. Und da waren so viele Taschen drinnen, die ich alle aussortiert. Und ich habe halt nur einen kleinen Bruchteil davon behalten. Das war so viel. Ich habe sogar urviele Kulturtaschen und so gehabt, also so Kosmetiktaschen und so. Voll viel, richtig gestört. Aber wem erzähle ich das? Und jetzt verarscht mich immer die Jasmin, wenn wir Kosmetiktaschen sehen. Brauchst du ein Kosmetiktaschen? Jedes Mal verarscht sie mich, weil ich ihr die Fotos geschickt habe, wie viel ich gehabt habe. Und ich habe jetzt noch immer, so, eigentlich habe ich noch immer für die Verhältnisse relativ viel, weil, jetzt hole ich da so reingehen, das geht ja gar nicht. Weil, ja, so viel braucht wirklich kein Mensch, sage ich jetzt mal. Aber was soll's. So. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Es schaut ein bisschen anders aus als letztes Mal. Oder, okay, es ist ja auch noch nicht fertig. Also, noch nicht verzweifeln, wir sind ja noch nicht fertig. So. Jetzt gibt's ja wieder eine urgeile Palette von ihm. Die schaut so mega aus. Das ist die Jawbreaker, glaube ich, heißt die.
mit ganz viele verschiedene Farben drin. Die ist so geil. Aber die ist verdammt teuer. Die ist so verflucht teuer. Ich habe auch gesehen, es gibt so Nude-Lippenstifte. Ich habe nämlich noch keine Lippenstifte von dem. Und deswegen würden die mich auch interessieren. Aber ich weiß noch nicht. Ich habe mir jetzt diese teure Biotherm-Essenz geleistet. Mal gucken. Okay. Bei mir passiert das bei dem Auge immer. Irgendwie schaut das in der Kamera immer scheiße aus. Da. Na toll. Ganz großartig. Singen kann ich nicht. So sieht's mal aus. Ich werde jetzt mal mein Make-up auftragen. Und ich lege kurz die Alien-Palette auf die Seite. Ich habe immer Angst, dass ich sie fallen lasse. Ich werde jetzt mein Make-up auftragen. Soll ich das verwenden? Wenn ich heute nicht wirklich rausgehe, bringt das, glaube ich, eigentlich nichts. Egal. Nehmen wir sie, weil wir sie so lieben. Ihr kennt sie. Ich habe sie euch in dem Hinterpan-Video gezeigt. Den gelben nehme ich immer unter die Augen. Und lila fehlt noch. Die Chance. Oh Gott. So schaut das immer aus, wenn ich das mache. Wunderschön, oder? Aber ich brauche das. Das ist so mein richtig, richtig cooles Teil. Also ich kann ohne den gar nicht mehr. So. Jetzt machen wir noch die Hände selber. Das ist schon wieder trocken, weil es da die ganze Zeit so herpustet. Und mir fällt auch gerade auf, dass ich mir eigentlich einen Kaffee machen wollte, bevor ich das Video anfange. Jo, nice Job, würde ich sagen. Egal. Ein bisschen die Kaffeesucht runterschrauben. Dann benutze ich mein Make-up. Ich mag das zurzeit voll gern. Ich muss ja zugeben, wir haben das auf der Schulung bekommen. Wir durften sich das ja aussuchen. Schaut's. Wir durften sich das ja aussuchen. Und ich mag's wirklich, wirklich gern. Also ich würde es mir sogar nachkaufen. Das ist für den Sommer, weil die CC Cream von Clinique mochte ich ja früher immer so gern. Früher immer so gern, da war es gut, ich habe es nur einmal gehabt. Aber die mochte ich halt, ich glaube letztes Jahr so gern. Und jetzt ist irgendwie die. Die ist auch so leicht parfümiert. Und eigentlich mag ich das ja nicht. Aber die riecht auch gut. Es schaut auch am Anfang immer so aus, als würde sie mir nicht passen, aber ich liebe dich, aber du blasst mir genau die Haare in mein Make-up. Böses Ding, du. Was soll ich sagen? Es schaut immer so aus für mich jetzt, dass das nicht passt. Sieht man das ein bisschen? Ja. Aber wenn ich es dann verblende und mit dem Concealer, dann geht es irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe da schon wieder ein Pickel zu groß. Ist ja nicht wahr, dass ich immer einen Pickel kriege. Wenn das stört, oder? Ich habe als Testo den Essence Camouflage und Matt Concealer. Ich wollte nämlich ausprobieren. Und das war cool, dass wir da den Tester hatten, den wir nicht mehr gebraucht haben, weil meines ist auch schon wieder fast leer. Also den benutze ich echt gern. Ich mag ja eigentlich den von MAC am liebsten, den Pro Longwear. Aber der ist echt gut. Der ist wirklich gut. Aber ich weiß nicht, ob ich mal kaufen würde, weil ich mag eigentlich diese Art Concealer nicht. Das Gute ist aber, man braucht sich da nicht voll batzen. Man gibt es einfach auf den Applikator, tut es im Gesicht auftragen und macht ihn zu und passt schon. Bei meinem MAC, der was eh auch fast leer ist, warum ich den eigentlich nicht weiterverwende, bei dem da, muss ich den immer auf die Hand und das nervt mich. Und dann vergesse ich das, dass ich auf der Hand den Concealer habe und dann renne ich damit die ganze Zeit rum. So was passiert auch nur mir. So. Jetzt blenden wir das mal ein. Ich habe in letzter Zeit den so gern, den Wasserspray von Balea de Melone. Den gibt es ja leider nicht mehr. Aber es gibt einen neuen, den habt ihr ja eben im Haul-Video gesehen. Wer hätte das jetzt gedacht? War ja typisch, oder? Hab den auch vor kurzem ausprobiert, aber der sprüht ganz anders als der.
Aber ich mag ihn. Vom Duft her meine ich jetzt. Nur hoffe ich, dass der... Jetzt hat er rumgesprengt. Jetzt hoffe ich aber nur, dass der nicht dasselbe macht wie der Rose, den ich gehabt habe. Und der vom Aveo, den ich gehabt habe. Weil die beiden, die haben ja aufgehört, irgendwann mal zu sprühen. Und ich glaube, wenn mir das diesmal mit dem Melone passiert, gehe ich aber diesmal zum DM hin und beschwer mich. Auch wenn der nicht so teuer ist, aber ich finde das ja trotzdem eine Frechheit. Da kaufst du so ein Wasserspray, wo 150 Milliliter drin sind und dann kannst du es nicht leer machen, weil das dauernd den Geist aufgibt vorher. Wenn ich Bronzer und so drauf, du willst eh besser werden. Also, dann brauche ich den eigentlich nicht, kann ich mal zurückgeben. Dann mache ich das Auge halt nur fertig, weil ich mag das nicht, wenn ich unten das am Wimpernrand schon vorher mache und dann durch den Concealer verblende, dann verschmiert das immer so. Das heißt, ich gehe in dieses Gold, in das UFO hinein und gebe mir das unten, Moment, ich nehme wieder den kleinen Spiegel, damit ihr das besser sehen könnt, unten am Wimpernkranz. Oh, jetzt mein Grün ins Auge geflogen, weil genau zu der Zeit der Ventilator in meine Richtung boosten muss. Ich zeige euch das noch schnell. Den Pluto verwenden. Das ist auch einer meiner Lieblingstöne in der Palette. Ich habe nur Angst, dass ich immer mit meinen Nägeln da reinknall. Den Pluto benutze ich immer für den inneren Augenwinkel. Also wenn ich die Alien-Palette verwende, dann verwende ich alle Farben da drin, die ich will. Und nehme nicht dieses Standard, was ich sonst immer verwende, zum Beispiel den da. Also dann nehme ich nur dann die Alien. Das ist richtig gestört, ich weiß. Man sieht's. Ich liebe den. Also das ist auch einer meiner Lieblingslidschatten. Und den lilanen, den hatte ich auch schon drauf. Der ist auch mega. Den habe ich auch bei diesem Jasmin-Make-up gehabt. Weil ich habe mich für den Aladdin-Film extra so geschminkt. Da habe ich leider kein Video gemacht, weil sich das nicht ausging. So, jetzt bin ich mit dem Alien fertig. Mit dem kleinen Alien-Kopf. Ich ziehe mal den Eyeliner und dann sehen wir sich wieder. Ja, ich habe jetzt schon mit Contour angefangen und mein Eyeliner und meine Augenbrauen habe ich schon gemacht. Ja, und fast vergessen zu reden. Also, eigentlich gibt es eh nicht mehr so viel. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich an Bronzer verwende, den Adeco. Der schaut schon ziemlich mitgenommen aus, leider ist mir der Deckel abgebrochen. Aber das passiert bei denen leider immer. Und den Miss Lean habe ich ja jetzt. Und jetzt nehme ich meinen Fisch. Da habe ich ein bisschen zu viel erwischt, kann das sein? Jo, und ich muss halt unbedingt meine Pinsel sauber machen. Schaut aus wie Sau. Ich hasse es, wenn ich meine Haare frisst. Das macht keinen Spaß. So. Und dann gebe ich noch ein bisschen von Miss Lean. Den liebe ich. Den gibt es ja leider nicht. Den habe ich einmal leer gemacht und den gibt es nicht mehr. Ich habe noch andere von Miss Lean, aber ich weiß nicht, ob die genauso gut sind wie der. Weil den finde ich wirklich sehr gut. Und den gibt es aber leider nicht mehr. Die haben die dann auflassen und ich habe keinen mehr erwischt. Das war der Terracotta Powder. Das Terracotta Powder. Ich kann kein Deutsch mehr. Yay! Aber es ist ein Bronzer. Da steht Bronzing Powder drauf. Und so sieht er aus. Ich fand es halt gut, dass der so hell ist. Weil ich bin ja so hell und... Und das Muster. Das Muster. Reden wir nochmal über das Muster, bevor ich einen Hit the Pan reinmache. Was eh noch dauern wird, aber das ist auch schön. Es gab auch den und eben einen dunklen gab's. Ja. Und leider gibt es den nicht mehr. Leider. Jetzt mache ich mein Standardding. Ich nehme zuerst meine Creme-Produkte. Der Highlighter will nicht leer gehen. Irgendwie. Aber ich versuche auch schon weniger zu verwenden. Das Blush will auch nicht leer gehen. Ja. Obwohl ich eh genug verwende. Seht ihr das? Ich habe gar nicht so viel genommen. In der Kamera schaut schon wieder aus, als hätte mich wer verprügelt. Finde ich geil. Was kann ich noch erzählen? Mir fällt gar nichts mehr ein. Auf jeden Fall kommt WWE wieder nach Wien und ich will dort unbedingt hin. Ich muss schauen, dass ich Karten noch kriege, die ich mir selber zu Weihnachten schenken soll. Schon als Vorweihnachtsgeschenk, weil die kommen erst im November und ich will dort unbedingt hin. Und im September sind die Min und ich auf einem Little Mix Konzert. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Ja.
sonst noch? In meinem Urlaub haben die Min und ich auch das erste Mal diesen Baumkuchen und Waffel. Also ich habe noch nie so eine Waffel gegessen. Ihr habt das sicher schon 100 Mal irgendwo auf Instagram oder so gesehen, aber ich habe noch nie so eine Waffel gegessen. Und deswegen wollte ich unbedingt mal so eine haben. Und die Min und ich haben sich ausgemacht, dass wenn wir Urlaub haben, weil wir hatten lustigerweise gleichzeitig Urlaub, haben wir sich ausgemacht, wir gehen dorthin. Das habt ihr auch in dem letzten Vlog-Video gesehen, auf meinem anderen Kanal. Da habe ich ein bisschen gefilmt auch. Ich war ein bisschen schleißig mit dem Filmen, gebe ich ganz, ganz offen und ehrlich zu. Aber jo. Mir ging es auch zu der Zeit nicht so gut, wenn ich ehrlich sein darf, in der Woche. Deswegen kamen auch nicht wirklich so viele Videos, beziehungsweise kommen noch nicht so viele Videos. Das wird hoffentlich bald besser, aber es kommt halt drauf an, wie es eingeht, oder? Ich will jetzt nochmal unten am Wimpernkranz das Gold auffrischen, weil es ist weg. Ich lasse das immer so ein bisschen antrocknen und mache da währenddessen meine Mascara. Das, glaube ich, lasse ich weg. Ich weiß nicht ganz, warum, was ich davon halten soll. Das ist nämlich dieser Booster, dieser Sils Booster XL von Lancôme. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das finden soll. Soll ich ihn euch mal zeigen? Ich habe noch gar kein Puder oben. Hoppla. Habe ich komplett verpeilt. Ach, noch mal zum Schluss. Ist ja plumpsen. Habe ich komplett vergessen. Ach ja, wegen den Tanzen. Wollte ich eigentlich noch was sagen. Ich habe jetzt mir vorher nämlich gerade im Internet Tanzstudios angeschaut, die man mieten kann. Weil ich halt wieder mehr anfangen will zum Tanzen. Ich habe das früher so gern gemacht und habe dann irgendwie, habe ich euch hier vorher erzählt, durch das Arbeiten dann, hört man mit den meisten Sachen, die man mag, leider auf. Und das ist ja nicht so nett. So. Jetzt benutze ich noch den Highlighter, den Chez Chelame. Ich habe auch jetzt schon da und da oben meinen Hit the Pain wieder. Ich habe den ja gepresst selber, habt ihr ja eh in irgendeinem Video, habe ich euch das erzählt. Nur das Problem ist, ja, wenn der mir leer geht, nicht so, dass ich nicht 100 andere hätte, aber jetzt kommt es ja doch näher, wo er leer wird. Man sieht es eh. Hier denn. Besonders jetzt, wenn ich ihn mische mit meinem, und einen spiele ich schon wieder Beverly Hills Cop. besonders wenn ich ihn mische mit dem Mary Luminizer, den ich einen kleinen habe. Denn der hat auch schon Gebrauchsspuren. Ich glaube nicht. Da oben hat er so ein bisschen Gebrauchsspuren. Ich finde nicht, dass man das so ein bisschen sehen kann, leider. Aber ich mag den auch gern. Ich finde den so süß, weil der so klein ist. Ich gebe den halt immer drüber und dann wird es noch intensiver. Meine neue Kollegin war ja wohl lieb, weil sie jetzt gefragt, ob sie sich einen Highlighter drauf geben darf. Und ich habe gesagt, natürlich, sie soll dann eben den ausprobieren. Weil sie mich gefragt hat, ob ich einen empfehlen kann. Und sie hat den ausprobiert und sie hat zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe ihn auch oben gemischt mit den anderen, hat sie gesagt, ich habe viel zu wenig oben da, weil habe ich doch eh immer so viel Highlight. Mehr geht doch gar nicht mehr. Jo. Dann als Ende-Ding noch, also bevor ich meine Augenbrauen bürste, noch mein Blush von MAC. Das, was fast leer ist, wie man sieht. Nicht mehr lange. Und das macht mich wirklich traurig, weil das war mein erstes MAC Blush. Vielleicht mache ich es lieber in der Cam. Und trotzdem schaut es wieder aus, als wäre ich verprügelt worden in der Kamera. Da die Seite geht. Ich habe halt immer auch extrem viel Highlight da oben. Ich glaube, das ist auch immer das. Oh Mann. Aber ich liebe das. Das ist immer der. Das hebe ich mir immer bis zum Schluss auf, weil das mag ich am meisten. Dann bürste ich noch meine Augenbrauen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, welchen Lippenstift ich nehmen soll. Nehmen wir den vielleicht, den Really Me heißt der. Aber ich mag das nicht, wenn ich keinen Lip Liner drunter nehme. Ich weiß nicht. Ich bin da ein richtiges Opfer geworden. Ich nehme den Clinique Lip Liner drunter. Also da bin ich ein richtiges Opfer geworden, was das angeht. Ich kann ohne Lip Liner nicht mehr.
richtig gestört. Naja, hat was von Leiche, aber ja. Aber ich mag solche Nude wieder. Also solche Nude-Lippenstifte mag ich wieder gern. Ja, ich werde euch kurz das noch in Nahaufnahme zeigen, das Augen-Make-up. Was sagt ihr? Da habe ich gepfuscht, seht ihr das? Aber irgendwie habe ich in letzter Zeit das Problem, dass genau da immer als erster mein Lidschatten verschwindet. Ich weiß nicht wieso. Ich kann euch mal in die Augen gucken. Mein Akku geht stiften, das heißt, es ist ein perfekter Zeitpunkt, das Video zu beenden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben. Mir ist kein anderes Video eingefallen, aber jetzt habe ich noch andere, die ich drehen muss. Also, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schreibt mir zu dem Look auch gern was, weil viele haben sich das ja gewünscht, dass ich davon ein Video mache. Und irgendwie ist das verkehrt. So, und ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das findet. Ich mag es extrem gern. Ich mag die Alien-Ballette auch voll gern. Ich bin richtig verliebt in diese Ballette. Schreibt mir ruhig in den Kommentaren. Bis dann. Bye.